Am Wort ist nun Stefan Schenach von der SPÖ Wien. In aller koalitionärer Freundschaft, Herr Minister, ist das der einzige Bericht eines Ministeriums, aus dem wir nicht hervorlesen können, was jetzt wirklich an Maßnahmen geschieht. Wir haben das im Ausschuss sehr lange mit den Mitarbeiterinnen Ihres Ressorts uns unterhalten, denn die eigentliche Aufgabe ist, welche Zielsetzung hat die Maßnahme, was ist die österreichische Position. Dieser Bericht ist ein sehr interessanter politischer Bericht, aber er schaut komplett anders aus wie alle, die wir bisher in der Vergangenheit bekommen haben, ja, aber nicht zum Positiven im Sinne des Parlamentarismus, weil wir ja uns hier über die österreichische Position unterhalten sollten, lieber Kollege Breineder. Aber ich verstehe auch das Problem des Ministeriums, keine Frage, weil ja viele der Programme mehrjährige Programme sind. Aber, Kollege Tiffnig, wenn wir in die Materie hineingehen, sehen wir, dass immer wieder Dinge angedeutet werden. Es ist die Frage, was ist die Zielsetzung, was ist die österreichische Position? Zum Beispiel, wenn man beim Wald sagt, aus dem gesamten Paket wird die Review der Waldstrategie 2017 erfolgen. So, was ist jetzt das Ziel dieser Review und was ist die österreichische Position? So könnten wir uns unterhalten. Ich gebe einen Vertrauensvorschuss dem Minister und denke, die österreichische Position, weil wir ja auch im EU-Ausschuss hier ja gerade was das Waldpaket diskutiert haben, ja sehr interessant und sehr intensiv diskutiert haben. Aber auch zum Beispiel bei der Bioenergie. Es kommt ein neues Paket. Welche Zielsetzung hat es? Was ist die österreichische Position dazu? Wir kennen den Herrn Minister. Wir wissen, dass er ganz stark hier einen Fokus setzt. Aber wir hätten doch ganz gern gewusst, was jetzt die österreichische Position im Detail ist. Was der Kollege schon vorher gesprochen hat, ist, dass die Vereinfachung der gemeinsamen Agrarpolitik ja 2016 darin geändert hat, dass man in 15 Bereichen hier umsetzt. Das beginnt jetzt mit 1.1.2017. Sie werden erstmals angewendet. Ein bisschen auch die Erwartungen Österreichs dazu. Wir haben in der vorhergehenden Debatte ja über die unterschiedlichen Einkommen in der Landwirtschaft gesprochen, dass zum Beispiel bei den Vollerwerbsbauern und Bäuerinnen stärkere Einbußen waren, bei den Nebenerwerbs geringere. Jetzt kommt, dass wir in diesem berühmten Omnibusverfahren, das jetzt 2017 kommt, zum Beispiel ist es allerdings nur ein Kleinbus, wie wir ja nach Nachfragen herausgefunden haben. Es ist nicht der normale EU-Omnibus, sondern ein Kleinbus, der zur Einkommensstabilisierung dienen soll. Da würde mich einfach interessieren, was dürfen wir uns denn darunter auch vorstellen? Genauso, wir haben darüber diskutiert, Stärkung der Landwirte gegenüber den Supermarktketten. Na was? Was kann das jetzt sein? Im Bericht steht dieser Satz, ich kann mir vieles und auch nichts vorstellen, dass es notwendig ist, dass wir hier erpresserische Situationen haben, dass wir hier Monopole haben und so weiter, ist ja klar, denen die Landwirte vielfach ziemlich ausgesetzt sind. Und ein Punkt, und ich hoffe sehr, Herr Bundesminister, dass Sie uns hier ein paar Worte in der Beantwortung sagen. Das Wort Brexit kommt nur beim Euratom-Vertrag vor. Aber der springende Punkt ist, wie gehen wir mit den Klimaschutzzielen in der Frage des Brexit um? Und die Verhandlungen beginnen jetzt. Ja. Werden die Verpflichtungen Großbritanniens auf die anderen verbliebenen EU-Mitgliedstaaten aufgeteilt? Oder ist das Ziel der österreichischen Bundesregierung, dass die Verpflichtungen Großbritanniens bei der Trennung mitgenommen werden und zu erfüllen sind? Würden sie aufgeteilt werden, hat es erhebliche Kosten zur Folge und erhebliche neue Maßnahmen. Ein paar Bereiche, Herr Bundesminister, wir haben ja, glaube ich, erst beim letzten Plenum hier, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, diskutiert, wo Sie uns ja auch vollkommen recht gegeben haben, dass der
Bundesrat mit dem EU-Ausschuss ja in mehreren Anläufen jetzt begründete Mitteilungen zum Energiepaket abgeschickt hat. Wir hatten gestern neuere drei Bereiche dieses Energiepakets. Dem Kollegen Edgar Meyer und von uns allen die Stirnfalten sind noch stärker gefurcht gestern. Wir haben uns auch vorgenommen, hier eine neue Stellungnahme abzugeben. Bedanke ich mich, dass die Energiepolitik erstmals aufscheint, wenn auch nur in neuen Sätzen. Aber wir wissen Ihre persönliche Haltung. Wichtig wäre auch, und diese Verhandlungen laufen ja jetzt, dass wir auch hier die österreichische Position Ihres Ministeriums in diesem Bereich stärker erfahren, damit wir das auch in unseren Verhandlungen, und wir machen in einem Monat schon wieder eine Stellungnahme diesbezüglich, stärker auch hineinweben können. Insofern ist das ja nicht nur Kritik, sondern es ist Einladung zu einer konstruktiven, dialogischen Partnerschaft. Nächste Frage, die ich an Sie habe. Das Minamata-Übereinkommen, das ja Österreich als einer der ersten unterschrieben und unterzeichnet hat, zur Sache des Quecksilbers, da kommt ja jetzt über die persistenten organischen Schadstoffe eine Verordnung. Da würden mich jetzt mal interessieren, was haben wir hier für Zielsetzungen? Und nachdem wir ja zu den Unterzeichnern sind, nehme ich doch einmal ganz stark an, dass wir das befördern und dass die Verordnung den richtigen Weg einschlägt, weil wir jetzt schon zum Ausdruck gebracht haben, dass wir das als einen ganz wichtigen Aktionsplan sehen. Zwei letzte Punkte noch würde ich gerne ansprechen. Das eine, es gab ja im letzten Jahr oder in letzter Periode diese EU-Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Aus dieser Richtlinie ist, ich glaube, der Kollege Samt hat es, glaube ich, angezogen, ist der daraus dieser Aktionsplan zur Neufassung oder Neuadaptierung des Naturschutz entstanden. Was hat das für Folgen für Österreich, für unsere derzeitige Situation im Naturschutzbereich? Und ich nehme an, Sie unterstützen diese Verordnung, beziehungsweise ist die österreichische Position. Und eine ganz interessante Sache ist ja die Richtlinie zur Wiederverwendung. Das ist ja an sich in Österreich, in einem Land der Wässer und des Frischwassers. Aber für andere Länder ist das eine überlebensnotwendige Richtlinie, nämlich zur Abwasserwiederverwendung. Was ist hier gedacht, was sind hier für Bereiche angedacht? Ich nehme an, auf Österreich hat das kaum Auswirkungen. Wenn ja, in welchem Bereich? Wir nehmen diese politische Jahresvorschau, so wie sie jetzt ist, zur Kenntnis, ersuchen Sie aber dringlich, Herr Bundesminister, im Sinne des Parlamentarismus und im Sinne unserer Aufgabenstellung hier, dass wir in der Jahresvorschau, wie Ihr Bundesministerium und wie Österreich zu Richtlinien, Verordnungen der Europäischen Union und der Kommission das Position bezieht, einfach in der Form zu machen, wie es auch alle anderen Ministerien tun. Dankeschön. Stefan Schennach von der SPÖ Wien übt im Bundesrat vorsichtig Kritik an ÖVP-Landwirtschaftsminister André Ruprechter.